Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei VW ist möglicherweise noch nicht vorbei. Im Gegenteil, der Südwestrundfunk berichtet, dass der Konzern offenbar auch bei neuen Dieselmotoren Vorrichtungen einbauen ließ, um Abgastests automatisch zu erkennen. Konkret geht es um die Motorreihe EA288, den Nachfolger des Motors, der im Zentrum des ersten Dieselskandals gestanden hatte. Betroffen wären also auch neue VW-Dieselmotoren mit der Abgasnorm Euro 6. Der SWR beruft sich auf vertrauliche Konzernunterlagen. Zu den Dokumenten direkt wollte sich VW nicht äußern. Allgemein bestreitet der Autobauer aber, dass bei den betroffenen Motoren eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut wurde. Bleiben wir beim Thema.